Und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Ja, Freunde, der Marker ist da, wir sind da. Mal gucken, wie weit wir wo noch weiterkommen. Also, was da jetzt bei dem ganzen Müll noch auf uns zukommt. Inwiefern wir was noch alles plätten müssen. Ich schau mal gerade. Wir müssen nach da dann. Da in dem Raum waren wir bereits. Wir haben da die Monster platt gemacht. Hier dieses Übervieh umgebracht. Ja gut, dann ist es wohl an der Zeit, ein Stück weiter zu gehen. Dafür brauchen wir halt immer hier das Ding. Wenn ich mich recht erinnere. So. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich auch, nachdem wir das nochmal ein Stück weitergezogen haben, erstmal noch die Stase wieder auffüllen. Weil ich habe so die grobe Befürchtung, dass wir die noch ein ganzes Stück brauchen werden. Ah ja, schön. Ich wollte gerade sagen, das war ein sehr, sehr lautes Geräusch. Nein, aber... Es war nur das Gerüst, was aus der Stase zurück erwacht ist. Ja, dann... in den nächsten Betriebsraum B. Alles klar. Ich verstehe aber sowieso... Also, ich meine, klar, es ist jetzt das Level-Design, ne? Aber hat sowas wirklich... technische Eigenschaften oder Sinne, dass man das runtermachen muss, damit das... Ja, wobei vielleicht sicherheitsschleusenmäßig. Dann haben die Leute, die ja damals dieses Ding... Wir haben ja mitgekriegt, der wurde eigentlich von Menschen erfunden. Oder nachgebaut. Nachgebaut. Habe ich noch... Ja, wir haben Munition, haben wir noch. Gut. Aber ich würde lieber mit dem Plasma-Cutter, wo wir... Wie viel Munition haben wir überhaupt? Oh, von allem eigentlich reichlich, aber... Okay, außer von der Strahlenmunition. Da haben wir nur noch zwei. Dann würde ich aber auch sagen, wir benutzen wirklich... Nein, nichts entfernen. Dann würde ich aber sagen, wir benutzen wirklich erstmal hier die Impulskanone. Keine Ahnung, was das für Musik ist. Die gefällt mir auf jeden Fall schon mal nicht. Und ich weiß auch nicht genau, was es für Interferenzen sind, die wir da die ganze Zeit hören. Dieses Gezische. Aber nun ja. Okay, hier war gar nichts drin, auch gut. Aber noch ein Energieknoten, sauber. Ah ja. Haha, trotzdem durchgekommen. Was ist denn das? Also... Oder habe ich hier irgendwo vielleicht eine Macke im Game? Ich guck mal gerade. Nee, das ist, Es scheint ganz normal vom Spiel zu sein. Okay. Wenn ich hier... Ja, doch. Also irgendwo sind wahrscheinlich... Also das hat mich jetzt total... Also nicht total, aber schon ein bisschen irritiert. Dass das so ein Geräusch ist und wir hören nicht mal irgendwo... Ich sag mal, irgendwie Stromschwankungen oder sowas. Wobei ich fast befürchte, dass ich mir das nicht wünschen würde, sowas zu sehen. Weil das vermutlich dann jetzt gleich irgendwie kommt. Aber wenigstens waren hier jetzt keine Monster. Kaum Porchen. Ja. Da.
Ausgrabung. Was zur... Was zur Hölle? Okay. Hier liegen Leute rum und hast du nicht gesehen? Wir nehmen erstmal alles an uns, bevor ich auch nur einen Meter mit dem Marker weiterrücke. Weil ich gehe davon aus, dass wir da gleich nicht mehr ganz so viel Zeit für haben werden. Die Musik hat gerade ein bisschen zugenommen. Das ist meistens eine Ankündigung. Wir selber gehen... Ah ja. Oh. Na, komm her. Boah, heftig. Wie viele Arme kommen denn da raus? Boah, 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 boah. Wow, oh, da kommt er direkt. Oh. Wie viele kommen denn? Oh, da ist noch so ein Baby. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, jetzt haben wir Full House. Komm, Kollege, hier. Oh, cool. Oh. In die Fresse, mein Freund. Da, 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 da. Aufpassen, nicht hier auf die Elektrodinger treten. Das ist ein unnötiges Risiko, was wir sonst eingehen. Ich werde jetzt erstmal... Lasst uns erstmal hier ein Stück nach vorne gehen und gucken, ob da noch mehr Tentakel kommen. Weil dann schießen wir die lieber ab, während wir hier ohne den Marker langlaufen, als wenn der dann auch dabei ist. Nee, aber das scheint es fast gewesen zu sein. Ah, Items. Okay, okay, okay. Gut. Die Ausgrabungsstätte, da unten liegt auch noch ein Toter. Aber schön, dass sowas dann auch... Also mehr oder weniger schön, dass es dann auch animiert ist. Stirb, Bibi, stirb. So. Jetzt aber nicht weiter verzagen, sofort weiter. Verdammt, verdammt. Oh, oh, oh! Das ist so ein Schneller auch noch. Oh, noch einer. Wupp, 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 wupp. Also werden die wahrscheinlich auch jetzt in so Intervallen kommen, immer wenn wir ein Stück weiter nach vorne sind. Oh, unser Leben sieht gerade ein bisschen bescheiden aus. Okay, keiner kommt, keiner kommt. Wir sind noch safe. Kann ich das Ding auch so einfach mal ein Stück ziehen und dann... Ne, okay. Boah, ich hab richtig Paras gerade, dass da irgendwie Viecher kommen, in dem Moment, wo ich mich mal ein Stück wegdrehe. Oh, Baby. Kleines Monster-Tentakel-Baby. Okay, der war jetzt nicht so der Hammer, aber da vorne, da kommt noch sowas. Na komm, Kollege, ich hab noch 75 Schuss, da steht dein Name drauf. So, noch ein Medikit gekriegt. Gut. Ich befürchte, das werden wir auch noch brauchen. Jetzt schnell hier das Ding aktivieren. Was ist denn das da auf dem Schild? Wow! Wow, 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 wow! So, hier aktivier das Ding mal. Ah, ist schon. Aufgabe erfüllt. Okay. Und jetzt? Immer an dich geglaubt. Mhm. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Wir sind wieder ganz, Isaac. Wir sind ganz. Notfall. Bio-orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Ja, aber ich denke... Wenn... Was? Oh, das Ding!
Rein theoretisch kann man jetzt so lange warten, bis das Ding kommt und man ist dann tot. Na, ich glaube nicht. Hm? Hallo? Die Kontaminationszyklus aktiviert. Ah, okay. Aber wenn die jetzt... Warum ist die denn... Dann war das... Wie gesagt, das war ein Geist, die Alte. Ey! Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Jetzt endlich läuft es doch auf dieses andere kleine Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Nee. Fuck. Siehst du? Du bist geistesgestört. Dich heißt wie der Captain. Nicole ist schon lange tot. Was immer du gesehen hast, wurde davon hervorgerufen. Du warst eine Schachfigur. Aber keine Sorge, es ist jetzt in sicheren Händen, weit weg von diesem gottverdammten Ort. Leb wohl, Isaac. Okay, also genau wie wir vorher von vornherein eigentlich vermutet hatten, sind wir gearscht worden. Von dem Geist von der Alten, dann von der Alten, von eigentlich jedem in diesem Spiel wurden wir ganz kräftig in den Poppes und so. Ganz unfreundlich und von hinten. Und, ja. Nicht nur, dass unsere Geisterfreundin sich, wie gesagt, jetzt selber umgebracht oder anscheinend die ganze Zeit schon die ganze tot war, wie ich vermutet hatte, sondern jetzt will die eine, mit der wir die ganze Zeit oder erstmal mit zusammengearbeitet hatten, das Ding jetzt doch wieder woanders hinbringen, wo die weiß, das macht alle wahnsinnig. Oh, was war das? Anstatt, dass sie das Ding dann einfach hier lässt, wenn die weiß doch... Ist egal, ja komm. Unsere Aufgabe ist ja auf jeden Fall eine andere. Ich denke mal, wir sollen das Ding bergen und trotzdem hier lassen, damit da keiner mehr Scheiße mitbaut. Es beunruhigt mich ein wenig, dass wir hier so krass viel Munition gerade finden. Ich meine, ich nehme die gerne an. Und Geld ist auch noch am Start. Das ist sehr, sehr gut. Ich freue... Hier sind viele Tote. Da ist Altman an der Wand. Be praised und so. Wo würde es lang gehen? Da würde es lang gehen. Was ist hier in dem Raum? Hier ist offensichtlich nichts drin. Okay, gut. Dann ist da halt nichts drin. Wir sollten da raus... Ach so, das ist dieser... Ja, das... Ja, da hätten wir auch schneller hinkommen können dann eigentlich. Ach so, ja. Sonst hätten wir den Marker ja nicht beigehabt, stimmt.
Ja, dann verkaufen wir nochmal und kaufen nochmal ein bisschen. Denn ich wette, es geht dann jetzt auf den Endkampf zu. Dann verkaufen wir noch ein Medipack. Und noch ein Medipack und zwei Stase-Packs. Und dann kaufen wir außer einem Energieknoten noch kräftig viel Munition, würde ich sagen. Damit wir auch wirklich gewappnet sind. Strahlmunition noch 3-4 Mal. Hier noch ein paar von. So. Ich denke mal, jetzt sind wir gerüstet, oder? Wie viel Munition haben wir jetzt? Reichlich! Alles klar, ihr Schweinebande. Ihr könnt kommen, ey. Ah, hier ist auch nochmal was drin, super. Das habe ich vorhin gar nicht entdeckt. Dann rüsten wir unsere Knarre jetzt nochmal auf. Ey, wir sind erst bei einer Viertelstunde Aufnahme. Ist das Spiel gleich zu Ende? Ich hoffe mal ja mal nicht. Ey, das wäre echt sehr wenig dann. Die Nachladegeschwindigkeit. Was ist das? Irgendwas. Ich weiß es nicht. Die Rig ist vollkommen ausgebaut. Der Plasma-Cutter ist... Da bauen wir die Nachladegeschwindigkeit aus. Und ich bleib trotzdem dabei, dass wir uns genau einen Energieknoten behalten. Man weiß ja nie, was kommt. Und wenn halt nichts kommt, dann haben wir den halt über. Ende aus. So, dann jetzt einmal noch speichern. Ja, möchten wir. Ja, und dann warten wir mal oder erwarten die Dinge, die da kommen. Hier ist ein bisschen Party gewesen anscheinend, während wir weg waren. Weil diese Container lagen da doch nicht, oder? Wir haben hier auch noch Zeug. Noch mehr Munition. Noch mehr Munition. Wir holen uns am besten die Sachen erstmal von weit aus ran. Ich gehe mal davon aus, dass wir nämlich gleich da nicht viel Zeit zu haben werden. Das sieht alles so aus, als wäre das hier ein Schlachtfeld. Fuck! Ich wusste es. Oh, 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 oh. Oh. Fräulein? Ja. Mit anderen Worten, stay away from the tentacles. Okay. Oh fuck. Können wir das? Damit wäre dann schon mal... Oh fuck. Oh fuck. Oh, I so fucking hate you. Woher weiß ich, wo der hinhaut? Immer da, wo man vorher mal kurz gewesen ist. Okay. Yeah, yeah, yeah! Oh! 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 Nein, 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 nein! Habe ich jetzt keine Chance, da wegzukommen? Bitte, bitte, bitte! Yeah! Wow, 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 wow. Isaac, schnapp dir deine Knarre, Mann. Wir sind noch lange nicht fertig. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Nie stehen bleiben.
Wow, 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 wow. Lauf, lauf. Ein Energie-Dingsbums hier. Leben, leben, leben. Leben, leben, leben. Laufen, laufen, laufen. Schießen, schießen, schießen. Wow, wow, wow. Einen haben wir gekriegt. Lauf, lauf, Isaac. Lauf, lauf, lauf. Renn, Kollege. Renn, mein Freund. Renn, mein Freund. Oh, kannst du nicht nachladen? Lad nach, lad nach. Super, super, super. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Wow, wow, wow. Okay, das heißt, wir haben gerade auf jeden Fall schon mal nicht getroffen. Aber ich verzeih mir das mal. Wir leben noch. Nein, 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 nein. Wieder darüber, wieder darüber. Isaac, lauf, 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 Kollege. Ja, Mann. Nur noch ein so ein Teil. Woher wissen wir denn immer, welcher Tentakel zuhaut? Wow, wow, wow. Okay, anscheinend gibt es da keine festen Regeln für. Ah, doch. Links-Rechts-Kombination oder was? Wow, wow, wow. Komm, komm, komm. Mach die Fresse auf. Ja, Mann! Was das? Nein! Stirb, Mann! Stirb! Also keine gelben Dinger mehr da, aber... Oh, 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 oh! Habe ich gedacht, das Ding wird uns noch fressen kommen oder so. Ist es weg jetzt? Okay, da kann man nicht runtergucken. Hm. Aber anscheinend haben wir... Da ist noch der Tentakel über. Was ist damit? Okay, die großen Container hier können wir schon mal nicht bewegen. Ja, sollen wir jetzt dann doch den Marker mit aufs Schiff holen, oder was? Oder wie? Oder einfach abhauen? Einfach abhauen, dann lassen wir das Ding hier stehen? Echt? Okay. Scheint so. Ey, du kannst das Ding doch nicht da stehen lassen. Das muss doch... Irgendwas muss man da machen, um, Egal. Stimmt eigentlich. Ich hab dir das ganze Spiel über, habe ich gesagt, wir sollten uns eigentlich einfach in Sicherheit bringen und einen Scheiß drauf geben. Dann machen wir das jetzt einfach auch. Go, Isaac. Ab in den Hyperraum, mein Freund. Los. Und jetzt trifft der... Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind entkommen. Ja, Mann. Endlich. Boah, Alter! Ja, geiles Ende. Ja, Freunde. Und das war's anscheinend mit Let's Play Dead Space. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei.
Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Wir werden da einfach mal schauen. Ihr könnt natürlich gerne Kommentare reinschreiben, wie ihr das insgesamt fandet. Oder natürlich auch, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Auch gerne ein älteres Spiel oder ein neueres. Ich richte mich da schon ein bisschen nach euch. Ich möchte ja auch, dass der Zuschauer kriegt, was er möchte. Zumindest ein bisschen, da mein eigener Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Aber nun ja, und das war dann wohl Dead Space. Also ich fand's ziemlich geil. Ja, ist hier Art Manager, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Ja. Natürlich ziemlich cool. Ich weiß, es gibt mittlerweile einen zweiten Teil. Es gibt ja auch schon... Der dritte ist angekündigt, glaube ich. Wenn ihr unbedingt wollt, dann spiele ich den... Also wenn ihr möchtet, dann spiele ich den zweiten Teil. Den dritten natürlich wäre dann wahrscheinlich dann auch dann das nächste. Um die Reihe dann auch komplett zu haben. Ja. Aber wen haben wir denn hier? Technical Artist, Becky Chow, Associate Technical Artist, Brad Tosten. Ey, ihr seid so schnell, ich kann es euch nicht vorlesen. Audio, Sound Designers, Dave Feise, Andrew Leckie, David Svensson. Ach, guck mal, Assistant Sound Director, der Chris Chickes ist auch dabei gewesen. Und als Dialog die Andrea Platters. Also die, ach ja, die ist ja ständig dabei, ne? Das... Oder hier beim Video, der Video Post-Production Director and Design, das war natürlich, wer auch sonst, der Scott Whitney. Den kennen wir und der war ja auch hier bei dem Ding dabei. Da wo, wisst ihr noch? Wo hier auch die Sachen waren. Und hier bei Artist Assistant, da war der Desmond Fu zum Beispiel, der ist ja der Assistant Artist gewesen bei, ja hier auch Dead Space und... Hier auch dann bei Dead Space. Ja. Und Special Thanks natürlich an Michael, klar. Und an Ashley. Die Ashley Leo, die war natürlich die ganz besondere bei dem Spiel. Ja, im Marketing hat man dann nur den Mike Quickley gehabt. Der hat das ganz alleine gemacht und ziemlich gut. Der Senior Publicist war der Keith Mutzmann. Ach ja, es tanzt ein Mima Mutzemann in unserem Kreis herum. Der hat das auch ziemlich cool gemacht, der Mutzemann. German Production Manager war der Volker Prott. Der war sozusagen der Protagonist. Ja. International Campaign Executive Tim Camerford. Localization. Bla bla. Hast du nicht gesehen? Zeugs. Hört ihr noch zu? Guckt sich das gerade noch einer an? Das sind jetzt wirklich nur noch die Credits, die kommen. Ihr könntet links wegschalten oder ich kann auch noch einen Witz erzählen. Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Ober, hey, warum machst du so ein langes Gesicht? Naja, passt jetzt nicht so zu Dead Space. Aber naja. Ja, ich wollte die Folge jetzt nicht direkt beenden, weil wir... Ja doch, komm dann. Wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten. Ja, Dead Space ist nun mal Ende, ne? Gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier Escape drücke. Tod im All, Kapitel 12. Ne, die Credits einfach mal ein bisschen abbrechen, okay? Militärischer Anzug freigeschaltet. Hintergrundlogos freigeschaltet. 50.000 Credits erhalten. 10 Energieknoten erhalten. Modus unmöglich freigeschaltet. Ja... Fortschritt speichern. Komm, speichern wir auch nochmal eben. Sind wir jetzt so. Und dann haben wir jetzt insgesamt Dead Space gespielt. Ungefähr etwas über... 11,5 Stunden. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Let's Play wieder. Bis denn dann. Bye.